Es war einmal in einem klaren, funkelnden Bach, der sich sanft durch den Waldland schlängelte, eine Gemeinschaft kleiner Fische und Garnelen. Sie lebten friedlich zusammen und bereiteten sich auf die besondere Zeit des Jahres vor, Weihnachten. In diesem Bach gab es eine alte, weise Forelle namens Finneli, die von allen Bewohnern respektiert wurde. Finneli hatte eine Tradition eingeführt, das alljährliche Fest der glitzernden Schuppen. Es war ein Fest der Freude und des Zusammenhalts, bei dem sich alle mit glitzernden Schuppen schmückten und gemeinsam feierten. Doch in diesem Jahr war etwas anders. Eine heftige Winterkälte hatte den Bach ein eisiges Gewässer verwandelt. Die Fische und Garnelen machten sich Sorgen, dass sie das Fest nicht feiern könnten. Die Garnelen konnten kaum schwimmen, geschweige denn auf dem Fest gehen, während die kleinen Fische hatten Mühe, sich durch das gefrorene Wasser zu bewegen. Als Finneli von den Sorgen seiner Freunde erfuhr, schwamm er zu einer Höhle, in der er seit vielen Jahren eine geheimnisvolle Muschel aufbewahrt hatte. Diese Muschel, so sagte man, besaß die Fähigkeit, Wunder zu vollbringen. Finneli holte die Muschel hervor und bat um einen Gefallen, dass sie ihm den Bach und die Beweglichkeit zurückgeben sollte, damit das Fest stattfinden könnte. Die Muschel leuchtete auf und strahlte eine Wärme goldener Energie aus, die sich über den gesamten Bach ausbreitete. Das Eis begann zu schmelzen. Sobald konnte sich das Wasser wieder frei bewegen. Die Garnelen tanzten vor Freude, während die kleinen Fische begeistert durch das Wasser glitten. Das alljährliche Fest der glitzernden Schuppen war gerettet. Die Feier war besser als zuvor. Die kleinen Fische und Garnelen strahlten mit ihren schwimmenden Schuppen um die Wette. Sie sangen Lieder der Dankbarkeit und des Frohsinns. Am Ende des Abends bedankten sich alle bei Finneli für sein weises Handeln. Doch Finneli lächelte und sagte, es war nicht alleine meine Tat. Es war die Gemeinschaft und die Kraft der Zusammengehörigkeit, die dieses Wunder möglich gemacht haben. Und so endet das Fest der glitzernden Schuppen mit der Erkenntnis, dass in der Einheit und der Verbundheit der Gemeinschaft wahre Wunder geschehen könnten. Eine kostbare Lektion, die sie für immer im Herzen trugen.